Kolonne, die jetzt der Lastwagen steht, wird die Kontrollstelle eingerichtet mit Skiwerfen. Das Nacht ist da taghell ausgeleuchtet alles. Und dann werden die Limousinen durchgewunken. Und andere Autos, die nicht nach WEF aussehen, werden dann da zuerst mal kontrolliert. Nach Bomben und nach Ausweis. Und jetzt kommen wir dann zum wichtigsten Checkpoint während WEF. Das ist ein grosser Parkplatz, da ist Polizei und Armee installiert. Und da muss jedes Auto, das dann am WEF nach Davos fährt, wird da rausgenommen. Und mit dem Spiegel und dem Auto kontrolliert, nach Bomben, alle Pässe zeigen. Das findet hier statt. Es gibt meistens einen relativ langen Stau. Da vorne, wo der Tankwagen steht, auf dem Parkplatz, findet dann die Kontrolle statt. Da ist die Straße gesperrt, aber man muss hier auch über den Parkplatz fahren. Da ist das sozusagen die letzte wichtige Kontrolle, bevor man dann auf den Bus. Das ist Kessels Kulm Hotel, ganz ein schönes Hotel, wenn jemand jetzt gebaut wird, anscheinend baut er da aus. Und während dem WEF ist da ganz ein wichtiger Ort, da ist nämlich die grosse Einsatzzentrale gemietet von der Kantonspolizei, wo sämtliche Kantonspolizisten vom WEF arbeiten, werden von da aus koordiniert. Strategisch auch sehr wichtig, da könntest du die Straße im schlimmsten Fall noch mal. Das Hotel hat eine schöne Terrasse auf der anderen Seite und auch ein sehr gutes Restaurant. Wir sind in Davos angekommen. Hier links geht der See normalerweise bis an die Straße auf. Das ist jetzt völlig leer. Man sieht faktisch den Boden vom See. Und ist jetzt auch parat für das ganze Schmetzwasser, das dann kommt von den Bergen oben runter. Dann wird das sich dann ziemlich schnell wieder füllen. Die ist mehrmals im Winter wird die überflutet von einer Staublawine, die rechts oben runter kommt. Und dann haben sie da einen Graben direkt neben dem See, wo dann aufgefüllt wird mit Schnee und auch der ganze Schnee, der gerundet wird im Dorf, der wird auf dem Parkplatz dann da parkiert. Da hinten die grüne Wiese, da, wo man ein bisschen sieht, das ist der Flugplatz, wo dann während dem WEF alle Helikopter landen. Der wird dann ausgebaut zu einer Festung mit Stacheldraht und so weiter rundherum. Also Hochsicherheitszone. Nummer 1 ist der Flugplatz da hinten. Jetzt biegen wir ab da links. Jetzt ging es da nach Davos rein und wir gehen jetzt da hinten zum Hotel Intercontinental Davos, genannt auch das Golden Eye. Das Hotel hat letztes Jahr pleite gemacht, da das WEF nicht in Davos war und da es eh schon schlecht gelaufen ist unter einem Jahr. So ein grosses Hotel kann man nicht so viel verdienen bei einem WEF, dass es lange für das ganze Jahr. So. Jetzt bin ich gespannt, wie weit das wir kommen mit dem Auto. Nehmen wir noch. Da ist das goldige Ei. Die Fläche vorne dran, da, das ist der alte Flugplatz. Da war der Helilandeplatz vom WEF eingerichtet. Und ist jetzt einfach ein bisschen verschoben worden am See, aber nicht sehr weit. Jetzt geht es, glaube ich, hier links. Geht es rauf. Winter nur mit Ketten machbar. Und während dem WEF ist das auch Hochsicherheitszone. Da kann nur noch ganz speziell ausgewählte Fahrer mit ihren Autos da rauffahren. In sein schönstes, prachtes Hotel. Er hat eigentlich ein schönes Hotel.
Auch innen ist es sehr schön. Leider irgendwie eine Fehlkalkulation. Noch ein bisschen rauf und ums Haus herum. So, noch mehr. Jetzt kommen wir hier auf den Wendeplatz. Da werden dann die Autos aufgereiht für die VIPs. Übrigens ist auch das das Hotel, wo der Mr. Tramp dann für 36 Stunden gewohnt hat. Also das wäre dann die Vorfahrt vom Interconti, wo jetzt anscheinend gar nicht mehr Intercontinental heisst, weil wie unser Kollege mitteilt haben, haben sie oberhalb von unserem Auto da das Hotelbeschriftung weggenommen. Also kann man sagen, es ist im Moment Niemandsland, wo da die 100 Meter von der Höheklinik anscheinend drin stehen. Vor uns Davos. Und wie gesagt, da rechts vor dem Hotel ist der Flugplatz vom WEF eingerichtet gewesen, bis vor 2 Jahren. Und dann haben sie ihn rechts weiter runter an den See verschoben. Zum Beispiel eben die Helis von der amerikanischen Präsidenten und anderen Präsidenten. Es gibt so einen Taxibetrieb von Zürich Airport direkt da hin. Und von da auf der linken Seite da werden dann alle Limousinen aufgereiht und dann kommen die Leute da, werden rausgeführt und die Limousinen fahren vor und werden da in die Hotels verteilt in Davos. Da ist der Bahnhof. Einer von 2 Bahnhöfen von Davos. Jetzt gehen wir hier schnell links. Ja. Nur einen kleinen Schlenker. Und zwar auf, da steht ein riesen Zelt. Und das ist dann die sogenannte Registration. Da müssen sämtliche Besucher vom WEF ihre Badge da holen. Auch Fahrer und so weiter. Es stehen immer etwa 500 Autos umeinander und man muss etwa eine Stunde warten, bis man den Badge hat. Ich habe gedacht, das Zelt ist so aufwendig und edel gemacht gewesen, dass das eigentlich durchgehend stehen lässt. Aber jetzt haben wir ja schon das zweite Jahr ohne WEF. Da ist dann eine Kreuzung, die ist auch komplett gesperrt und da rechts kann man gar nicht abbiegen. Und das ist Hotel Seehof vor uns. Da sind die wichtigen VIPs eingebaut und da vor der Tür ist ein grosses Sicherheitszelt, wo Kontrolle gemacht wird vom Gepäck und so weiter. Und die Abgrenzung geht bis jetzt da zum Fußgängerstreifen. Da kommt also nicht einmal ein Fußgänger durch und die Skifahrer müssen auch drum herumlaufen. Hier links ist das Café Weber, Treffpunkt von allen Fahrern. Sehr eine gute Confiserie. Dann kommt da vorne das Hotel Meierhof. Das ist berühmt und bekannt, weil Bill Clinton da immer absteigt. Weil das hat er absichtlich gewählt, damit es nicht einer von diesen Edelkästen ist. Da ist er etwas besser inkognito. Und hat auch ein schönes, gutes Restaurant hier dabei. Und er kommt jedes Jahr, auch wenn er nicht mehr Präsident ist, kommt er hier vorbei. Am WEF. Während dem WEF ist diese Straße hier Einbahn, also nur in die Richtung, wo wir jetzt fahren. Und da vorne, wo jetzt das Auto bremst, ist dann abgesperrt.
Und der ganze Verkehr wird rechts oben umgeleitet durch ein Quartierströssli. Wir hoffentlich können geradeaus fahren. Jawohl. Da hat es auch ein neues Hotel gegeben. Ameron heisst das. Das ist ein amerikanisches Ding. Und die Parkgarage hier, die geht unter dem ganzen Quartier durch. Und man kommt zuvor, das ist beim Kongresszentrum, kann man wieder raus. Das heisst, die Leute gehen hier parkieren, werden ausgeladen und kommen dann hier beim Migros rechts wieder raus. Und jetzt hier links ist das Kongresshotel Davos. Das ist schon abgesperrt, dann, da, wo der Fußgängerstreifen ist, alles abgesperrt. Und da links, das ganze Gebäude, ist das Kongresscenter von Davos. Das ist nur der obere Teil, der ist am Hang gebaut. Wir sehen es dann ein bisschen später, auch der untere Teil noch. Der ganze Garten, alles ist gesperrt. Hochsicherheitszonen, also da kann man dann nur noch zu Fuß rein, man kann auch keine VIPs da ausladen. Da hat es extra eine Rampe hinter dem Haus, wo man ins Haus hinfahren kann mit den VIPs. Und der Hauptverkehr, der kommt jetzt hier rechts oben runter. Das ist so eine Schleifbahn, alles aus Eis. So, da sieht man jetzt den ständigen Zustand auf der Straße von Davos. Ich stehe jetzt täglich mehrmals in dieser Kolonne, die eigentlich nie aufhört. Da vorne sieht man das Hotel Steigerberger. Da müssen alle hin, weil das wichtigste Hotel. Da links haben sie Pavillons gebaut, wo sonst gar nicht steht. Demnächst kommen wir noch beim Google Café vorbei. Da bin ich auch öfters gewesen, heute schon. Und in irgendeiner halben Stunde oder drei Viertel bin ich dann 5 Kilometer weiter. Da vor uns jetzt das Steigerberger Hotel. Das ist ursprünglich ist auch das Haupthotel vom WEF. Da ist das Gleiche dann auch rundum abgesperrt. Da geht es eine Rampe rauf, die dann auch nur noch kann. Ah, jetzt muss man sowieso hier rauf. Aha, okay. Mal schauen, was uns hier hinführt. Da rechts oben ist der Haupteingang vom Steigerberger. Und da kommt man auch nur mit speziellen Badges rein. Anscheinend ist jetzt die ganze Straße gesperrt.